Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen bei der nächsten Folge von What's Next. Langowski versus Nazant steht auf der Karte. Langowski ist derjenige, der Kennedy Rayomba K.O. gehauen hat innerhalb von 17 Sekunden. Das Video ist auch hier in der Beschreibung. Guckt es euch an, ist ein geiler Vlog gewesen. Ihm gegenüber stand diesmal ein Unbekannter in Deutschland, Nazant oder Najant. Der ist aber ein großer Star in Afghanistan. Der hat über das muss man wirklich so sagen, denn die Halle hat gebebt. Das war krass. Er hat 300.000 Follower und die Halle war locker mit 400 Afghanern. Digga, ich habe gedacht, wir sind im Krieg. Die ersten zwei, drei Reihen auf der einen Blockseite, die waren komplett voller Afghanis. Das kommt ja auch nochmal krass, ne? Die hat einfach die besten Plätze. Ey, ehrlich, ohne Witz. Das ist Respekt, dass ihr so zusammenhaltet. Also wirklich sehr krass. Die Albaner, keine Afghanis. Die Albaner waren auch brutal vertreten. Auf jeden Fall, gar keine Frage, aber gab schon Gutwelle, muss man so schon aber so sagen. Die Afghanis waren mehr. Die Afghanis waren mehr, ja. Ich glaube auch auf jeden Fall mehr als Timo Ernst. Ja. Also man hat halt so richtig gemerkt, so wie patriotisch die sind, so für ihre. Alle mit den Flaggen? Ich glaube, ich habe noch nie so viele afghanische Flaggen, ich auch nicht. Irgendwelche Flaggen so viel gesehen. Das war krass. Also selbst die Susanne hat ja gesagt, das war Ausnahmezustand. Das war wirklich, ich habe echt gedacht, ich gehe ja kurz aufs Maul, die waren ja alle hinter mir, weißt du. Aber die waren ja eigentlich nur fröhlich. Ja, ne? Ja, du weißt es ja nicht. Die waren fröhlich, das waren gute Jungs. So, und ich bin sehr traurig über diese Niederlage, wirklich. Also mich nehmen alle Niederlagen mit, aber die hat mich wirklich sehr mitgenommen. Also es war wirklich so, ehrlich, Contender Series Niveau mit mir niedergenommen. Warum? Langowski kommt aus einem geilen K.O. Sieg, also aus einem geilen K.O.-Sieg. 17 Sekunden. Das muss man, guckt euch den Vlog an, glaubt mir. Das war schon krass. Also aber zweieinhalb Stunden gefahren für 17 Sekunden. Das Ding ist, wir wussten, wenn Langowski gewinnt, kriegen wir den Titelkampf. Das wussten wir. Najant ist das erste Mal bei NFC gewesen. Ich bezweifle, dass er einen Titelkampf kriegt nach einem Sieg. Wir haben ja auch keinen bekommen. Ja, er war einfach schneller, stärker, sharper, wollte es mehr. War schon so irgendwie, als hätte er in die Steckdose gelangt. Alter. Super Saiyajin, Alter. Son Goku, sein Vater. Digga, der konnte alles direkt umschalten, auf alles reagiert. Der hat irgendwie auf alles eine Antwort gehabt und war immer sofort da. Weißt du, ich will auch nicht sagen, ja, vielleicht war da was im Spiel oder da was. Er war einfach nur krass. Also, er war wirklich krass. Wir fangen jetzt mal an. Chapeau. Denn, also, hat er gut gemacht. Also, Respekt ans ganze Team, auch an das Hammerbrook-Team in Hamburg. Ja, fangen wir mal an. Schauen wir auf das Tail of the Tape. Beide haben natürlich bis 77. Guck mal, alles fast Kilo gleich. Fast gleich alt. Tomek ein bisschen größer. Bilanz ähnlich. Langowski fast 10 Zentimeter größer. Nicht täuschen, Langowski ist nie so shredded oder ripped oder sonst was. Also er ist immer so ein bisschen schwammig in den Hüften. Als auch stilistisch den Rest ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Das ist einfach ein brutaler Hauer. Ja, ja, das ist ein richtiger polnischer. Gib ihm. The following bout is a fight. Ihr seht beide fokussiert pur, aber hier guckt euch den Gesichtsausdruck an von und guckt euch seinen Körper an. The fighter in the blue corner is 29 years young. He stands 1.75 meters tall and weighing at 77.5 kilogram. His record 8 fights. Guckt euch seinen Gesichtsausdruck an. Guckt euch an, Langowski. Ja, der fokussiert ihn voll an. MMA Hamburg from Afghanistan. Hört mal jetzt. Also, ich sag's euch, war auf jeden Fall gut laut. And his opponent in the red corner is 31 years young. He stands. Also nochmal, wer das nicht gesehen hat mit Rayomba, guckt euch den Fight an, guckt euch den Vlog an, weil Tomek sieht hier gerade wirklich aus, als ob er kein Vollprofi wäre. Wisst ihr, was ich meine vom Körper her? Ja, aber man sagt ja auch immer, never judge the book by its cover. Ich und Alexander Wesen sagen immer, muss funktionieren, nicht aus gut aussehen. Ja, here we go. Der Gegner hat den besten Schlag von Tomek gefressen. Den seht ihr gleich, das ist der linke Haken. Achtet drauf. You know the rules. Protect yourself at all times and listen to my commands. If I say stop, einer der besten Referees in Deutschland, der Herr, der da in der Mitte steht. Beide fokussiert. Habt ihr Langowskis Blick gesehen? Hast du seinen Blick gesehen? Ja, auf jeden Fall. Der ist ready. Er ist immer ready. Yeah. Egal was passiert ist, er ist immer ready. Und let's go. Aber guckt euch nach an, er sich bewegt alles so kurz. Weißt du, was ich meine? Ja, und point irgendwie. Naja. Ja, und
Ich sag mal, Langowski, das ist ein harter Hund, ganz ohne Frage. Alle, die hier heute gekämpft haben, sind harte Hunde. Aber Wahid Najjar, der kommt aus einem Kriegsgebiet. Mindestens mal aus einem Krisengebiet. Und ich glaube, so ein Umfeld bringt einfach andere Menschen hervor. Schau dir diesen Blick jetzt an. Jetzt, bam, linker Haken. Fällt doch fast runter, hast du es gesehen? Ja, ja. Ist fast runtergefallen, aber hat noch direkt umgeschaltet. Direkt, bam. Und jetzt, hartes Ground-Pound, wirklich sehr hart. Ich glaube, da hat er sich dann auch gedacht, Langowski. Und jetzt, guck jetzt. Und direkt wieder. Und wieder direkt wieder runtergegangen. Und Ground-Pound, Ground-Pound, Ground-Pound. Ey, der war. Guck mal, ich weiß nicht, ob er ausgegast wäre. Weißt du, na, wer hätte das nicht alles so geklappt, wie er das jetzt hier versucht hat? Tomek war ja wieder da, halbwegs. Halbwegs, er hat versucht, es zu verteidigen, er hat versucht, mitzuschlagen. Aber wer weiß, vielleicht wäre er gast danach. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Hier, Tomek wollte aufstehen, versucht wegzukommen, versucht die Füße an die Hüfte zu bekommen, um ihn wegzuschieben. Aber hier, bam, gedreht und direkt eine Hammerfist beim Flug rein. Wahnsinn. Man hört auch im Hintergrund, wie seine Crowd on fire ist für ihn. Definitiv. Security ist dann auch direkt auf die Seite spaziert. Ich muss sagen, hier war er eigentlich wieder da. Ich habe gedacht, okay, er ist da. Aber der hat durch mich durchgeguckt, als ich ihn vorgestellt habe. So, da war er nicht. Wirklich. Also siehst du, der schiebt den immer auf Seite und dann direkt wieder rein. Hier, jetzt der Fehler. Er gibt den Lücken und Najjar anscheinend auch ein sehr starker Grappler. Geht die direkt zu Rear Naked Choke, Hooks rein. Aber der eine Hook war noch nicht drin, aber der war einfach drin. Und hier, bam. Abgetappt. Guck mal im Hintergrund. Da geht's. Da ging die Post aber auf jeden Fall. So ab. Guck mal, ich gönn's jedem. Wirklich, also. Guckt hier, guckt euch an. Schaut euch das an. Guckt euch an. Und das war noch nicht. Ja, das ist die andere. Guckt mal da hinten. Das war krass. Das war so krass. Und der aber mittendrin, du. Bin aber dann in den Cage rein, sobald es ging. Hier, da komm ich. Da kommst du gerade. Ah, ja. Mark hat's gesagt. Okay. Ja, ich glaube, Steckdose war das falsche Wort, mein Lieber. Atomkraftwerk oder was? Knapp 2 Minuten lang abgefeuert hat. Hier ist Jens und Benny Rochmanns, die einer der besten Trainer Belgiens. Schauen, wer Langowski kennt, der weiß, dass das alles andere als einfach zu machen ist. Das hat er gesagt, 1600 Mitglieder haben die, gell? Ja. Yeah. Ihr habt auch gerade Andreas Granotakis gehört. Wer Langowski kennt, weiß, dass es eine sehr schwierige Aufgabe ist. Er war sehr enttäuscht danach. Weil es ist das zweite Mal, dass es genauso passiert ist. Schau mal, damals bei Cage Fight Series, beim UFC Fight Pass Show, hat er gegen Daniel Konrad, starker Mann, hat er gekämpft. Er hat auch einen Knockdown bekommen. Direkt die ersten 5 Sekunden. Er ist reingegangen mit seiner und der andere hat perfekt gekontert, ist er runtergegangen. Eine Minute so auch, Ground and Pound, Grappling. Ähnlich, sehr ähnliche Situation. Hat den Rücken gegeben, hat den Rücken bekommen, der Gegner, hat den Re-Naked Choke zugemacht. Er hat gesagt, ey, shit happens. Exakt. Once, but not twice. Und das hat ihn sehr mitgenommen. Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Hast du nochmal mit den Jungs gesprochen? Ja, heute habe ich mit Langowski gesprochen. Wir haben einen drauf? Plan. Er ist gut. Gut, geht's gut? Ja, geht's gut. Ja. Wir haben aber einen Plan. Der wird natürlich hier jetzt noch nicht verraten, oder? Doch. Okay. Denn wir wollen es so haben. Wir wollen unbedingt den Verlierer des Titelkampfes, Wladimir Holodenko. Dieser Kampf war schon mal angesetzt, 2021, wenn ich mich nicht irre, im Dezember. Dann haben wir aber ein Angebot von Brave bekommen. Tomek ist zu Brave gegangen, hat leider den Kampf verloren. Und danach hat Wova gesagt, der ist uninteressant. Nach Rayomba konnten wir nicht Wova haben. Warum? Der Titelkampf war ja schon in der Mache. War ja ein Rematch bei Wova und Zendeli. Aber jetzt steht dem doch nichts im Weg. Also im Endeffekt, zwei haben verloren, beide haben verloren. Co-Main und Main-Event. Loser gets the loser, winner gets the winner. Najjar könnte den Zendeli haben. Ich weiß aber, dass der Florian sich das Bein gebrochen hat, also wird er erstmal raus sein. Man könnte Chiquinha Nosso Pedro gegen Najjar machen. Contender-Fight, Gewinner kriegt den Titelkampf. Na, dann musst du dann jetzt aktiv werden, um das dann einzutüten, ne? Sowas macht ja auch Riesenspaß. Denn dann kommt das Here comes the money! Here we go! Money talks!
Money Talks, ja, das ist das schönste Geräusch auf jeden Fall auf dieser Welt, gell, aber. Ja, nee, ehrlich, guck mal, der ist sehr stark, der Nasch. Und Jack hat die meisten Niederlagen in den ersten eine Minute bekommen, aber ich zitiere unseren Jack, wenn ich den mal halte für 3-4 Minuten, mal sehen, ob er noch so spritzig ist danach. Und ganz ehrlich, ich glaube dran. Jeder weiß, was passiert, wenn Jack mit dir kämpft. Das ist wie bei Habib. Keiner kann es aber verhindern. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was in der Zukunft noch passiert. Das Jahr ist ja noch nicht zu Ende. Es gibt noch ein paar Termine. Schauen wir mal, wen du da alles auf die Fightcard packen kannst. Sehr, sehr viele Termine dieses Jahr noch. Extrem viele. Also insgesamt bis jetzt dato hätten wir dieses Jahr, also mit allen Kämpfen, die jetzt schon geplant sind bis Dezember, da kommen noch um die 15, 20 dazu, haben wir um die, keine Ahnung, 350, 370 Kämpfe gemacht dieses Jahr. Wir waren zwar nicht überall dabei, aber 300, ja, ich kann mich ja nicht in drei teilen. Du hast ja jetzt auch wieder eine schwierige Entscheidung zu treffen, zu welchen Events du gehst, und das muss man halt mal sehen. Letzten Endes bist du sehr, sehr fleißig, das feiere ich sehr an dir, ne? Gerade mal 22 Jahre alt und 350 Kämpfe dieses Jahr organisiert und umgesetzt. Man gibt Gas, es ist halt schlimm, wenn die Events auf einen Tag fallen. Da denken immer die Kämpfer, ja, okay, der mag die mehr als mich oder sonst was, das stimmt gar nicht. Also es kommt wirklich drauf an, wie bin ich denn gerade in der Situation mit der Promotion? Wie bin ich denn gerade mit der Situation mit dem Kämpfer? Und dann musst du halt dreimal überlegen, wo gehst du hin? Hm. Ich habe zum Beispiel Alexander Wesner, die ersten 5 Kämpfe bei der GMC musste ich leider sozusagen absagen, weil immer an dem Tag NFC Series war. Hm. Und da auch Pantelei, ich immer in der Ecke war bei Pantelei damals, musste ich da immer hingehen. Alex hat mir das nie übel genommen. Nie in seinem Leben hat er was gesagt. Ja, ist auch korrekt. Ne? Er weiß ja, dass du trotzdem für ihn da bist. Du organisierst und machst ja auch viel, ja, klar, und schaust, dass die Kämpfer auch regelmäßig kämpfen können und auch qualitativ hochwertige Kämpfe auch am Ende bekommen. Ja, das ist ja auch mal ganz wichtig. Also das Wichtigste ist, ich gebe Opportunities. Weißt du, wie man sie einsetzt, das ist dann nicht mehr in meiner Hand, was da passiert in diesem Cage. Das ist alles geschrieben. Der Trainer hat da einen großen Faktor, der Kämpfer selbst. Ich bin nur dafür da, dass ihr in diesen Cage geht. Und an jeden weiteren da draußen, gibt Gas, versucht immer der Beste zu sein, egal was ihr tut. Und dann wird's auch was. Ich verabschiede mich jetzt.